Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir jetzt wirklich den Großteil hier des Gebiets fertig. Wir gehen jetzt mal den Weg runter und dann wahrscheinlich in den Untergrund oder so mal sehen. Natürlich nur den Schrein, ja. Ja, das gehört ja dazu. Genau, und wir haben jetzt gerade auf dem Weg, wir wollten uns ja eigentlich vor dem Schrein treffen, aber wir haben hier jetzt noch was Kleines gefunden, deswegen gucken wir erstmal hier. Liegen auch wieder Notizen, man weiß es nicht, und da hinten ist noch eine Höhle. Wir schauen mal. Pilz sucht Tagebuch von Ned. Flanders, nein. Meine Schwester und ich sind den weiten Weg nach Hebra gekommen, um hier Pilze zu suchen. Der Kataklysmus hat hier nämlich dafür gesorgt, dass sich sehr viele Höhlen gebildet haben. Darin finden sich allerlei wertvolle Dinge, Leuchtsamen und Erzbrocken zum Beispiel. Was meine Schwester und mich interessiert, ist natürlich der Pilz, der nur in Höhlen wächst. Haben wir den schon? Weiß es nicht, der Leuchtpilz vielleicht? Na, wir gehen mal rein. Nee, Leuchtpilze gibt's auch außerhalb. Ach, seid ihr das? Beide haben eine Quest oder gehören die zusammen? Denke zusammen. Ach, das sind zwei Mädchen. Lassen wir das mit der Höhle, Ned. Das sind beides Mädchen. Der Kataklysmus hat viele Höhlen entstehen lassen, also suchen wir uns eine andere. Meg und Ned. Diese Höhle hier, sie ist voller Wesen, die ich noch nie gesehen habe. Ehrlich gesagt will ich einfach nach Hause. Ach komm schon, lass uns wenigstens reingehen, um die Leuchtpilze daran aufzusammeln. Das sind doch Leuchtpilze. Wir sind auch den ganzen weiten Weg hergekommen, um Leuchtpilze zu suchen. Man findet sie eben nur in Höhlen. Haben wir noch welche? Möglich. Wenn ich 10 Stück gesammelt habe, gebe ich mich zufrieden. Bitte, bitte. Na, dann geh doch rein, Renet. Was? Sagt euch sowas, wir machen das zusammen. Dieser unverkennbare Duft und der sanfte Lichtschein. Als ob wir jetzt schon die Pilze haben. Kann das sein, dass du Leuchtpilze dabei hast? Ich brauche ein paar von denen. Kann ich 10 haben? Nehmen sie. Vielen Dank. Und damit du nicht ganz leer ausgehst, hier bitte. Also, wer ist direkt ab. Oh, der scharfe Pilz-Tomateneintopf. Das ist eine große Hilfe. Jetzt müssen wir nämlich gar nicht mehr in die Höhle gehen. Erstaunlich, dass du so viele Leuchtpilze hattest. Man findet sie eigentlich nur in Höhlen wie diese hier. Und im Untergrund. Oh ja, wirklich erstaunlich. Du kennst dich also auch mit Schätzen in den Höhlen aus. Es gibt viele wunderbare Dinge, die man in Höhlen finden kann. Erzbrocken, ja, das habt ihr ja schon geschrieben. Ah, wenn du so viele Leuchtpilze hast, dann könntest du vielleicht auch... Ned, du meinst doch nicht das, an das ich gerade denke. Genau das meine ich, aber wir können da nicht, ihn nicht einweihen, oder? Nein, ganz ausgeschlossen. Entschuldige, über das reden wir eigentlich mit niemandem. Dieses Geheimnis bleibt unter uns Schwestern. Aber... Wenn wir ihn nächstes Mal treffen, wäre es Schicksal, oder? Da müssen wir ihn verraten. Na, hast du etwa einen Narren an ihm gefressen? Ja, also es wäre nur fair, uns für die Leuchtpilze zu bedanken. Lass uns dir so viel sagen. Das, was wir suchen, soll irgendwo hier in Hebra sein. Den größten Teil des Südens haben wir schon abgesucht, darum suchen wir jetzt im Norden. Wenn wir uns wiedersehen, erfährst du unser Geheimnis. Bis dahin. Lass uns losgehen, Meg. Ja, auf Wiedersehen. Interessant. Ich hasse Leute, die sowas so formulieren. Das. Helle Pilze in dunkler Höhle. Ja, wir waren nicht mal drin. Aufpassen, da ist ein Dorn. Oh ja. Willst du ein Schild wechseln? Sonst nervt dich diese Meldung die ganze Zeit, glaube ich. Nein, der war doch krass. Vor allem, wenn man ihn kombiniert. Ach, das war der Leuchtpilz. Ja, aber der hat doch... War der wirklich nur der Höhle? Man weiß es nicht. Ich frag mich echt, wie viele wir hatten. A la Bombe! Gold. Oh mein Gott. Hast du ihn schon gehört? Nee, aber gesehen. Ein bisschen tappeln habe ich gehört, ja doch. Na egal. Ein Örnchen. Wie magst du eigentlich diese gefüllten Hörner? Also diese Martinshörnchen. Diese Croissants mit Schokolade. Mag die Croissants allgemein nicht so, also. Oh, da ist noch eine Donnerblume. Oh, das ist ein Paradies hier. Du magst den Teig, aus dem die gemacht sind, nicht kann das sein? Das heißt, du magst keinen Blätterteig. Ah ja. Würde ich jetzt nicht so unbedingt sagen.
Da war noch eine Donnerblume an der Wand. Ja, da unten genau. Oh Gott. Mann. Ja, wechseln den aus mit dem einfach. Wir haben einfach, dass wir die Tour geöffnet haben. Wo ist der Frosch? Da ist überall dieses blöde Dornzeug dran. Oh, hier ist ein Item. Aber die Truhe ist nicht so gut wie die anderen. Ja, werf da einfach eine Donnerblume drauf. Nee, nicht Donnerfeuerfrucht. Pass auf, nicht zu früh, bitte. Da geht's noch tiefer, oder? Ja. Was? Schneesturm, Tunika? Ist das auch eine Quest, die wir jetzt vorausgenommen haben? Wo man Markierung bekommt? Dieses rituelle Hemd aus uralter Zeit ist aus einem kälteerzeugenden Material hergestellt und soll so sehr kalten Gebieten Kälteangriffe ermöglichen. Bei Kälte, Eisangriff, oha. Sehr interessant. Hä? Ach, das ist. Ach, wir waren da eben. Ah, okay. Frosch fehlt trotzdem noch. Wir müssen da hoch auf jeden Fall. Einfach einen Deckenjump. Ja, da hört man ihn auch schon. Also mit dem Item habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber war das schon, war immer das so ein Ausrüstungsgegenstand in diesem Schrein? Ja. Sehr gut. Oh Gott, das ist eine Eule. Jedenfalls hat es die Augen einer Eule. Gut, dann war's das hier. Ja. Oh Gott, weißt du, wo du rauskommst? Nö. Bei dem Schrein. Oha, mich wundert's nur gerade, weil hier so gutes Wetter ist. Und da steht Schnee. Hä, hey, was soll das? Was ist denn jetzt schief gelaufen? Okay, ich habe nichts gesagt. Hier ist aber auch ganz viel. Hier war doch mein Turm, oder? Wusstest du noch der eine Turm, wo diese ganzen Dornen waren? Ja. War das? Ich glaube, das war nicht hier, oder? Ah? Ich glaube nicht. Ich kann mir schon vorstellen. Alter, wie viel Geld wir haben. Ja, wird. Rasanter Aufstieg. Wahrscheinlich nicht so lang. Oh, da müssen wir wieder was gegen nutzen. Bitte diesmal nicht mit Nägeln oder so. Oh. Wo kann man die dran machen? Kannst du nicht einfach die Rakete. Ach du, ich glaube, du musst die so dahin machen, das ist genau. Das ist so ein. Eine Art. Rampus. Oh ja. Gott, wir werden richtig cool Minecraft fahren. Juhu. Oh, Jan. Oh, das wird Spaß machen. Liegen hier doch Raketen? Oder musst du die auf dem Vorraum nehmen? Ich würde sagen, wir müssen die aus dem Vorraum nehmen. Hast du schon Spaß? Ganz doll. Hey, warum ist da eine neue? Ja, haben die hier unendliches Depot? Muss ja, du kannst ja keine eigenen benutzen hier. Ja, aber man kann ja immer wieder rein und raus gehen. Ich meine beispielsweise, wenn du dem in diesen einen Schrein bist, da wo es immer darum geht, dass du Pfeile schießen musst. Okay, du kannst natürlich warten, dass sie dich abschießen mit Pfeilen und sie einsammeln, aber ansonsten kriegst du die ja auch nicht so einfach. Ja, aber du kannst dich trotzdem nicht softlocken. Das stimmt. Meinst du nicht, eine würde reichen? Warte, oder schieb ihn doch kurz nach vorne. Wenn du das wirklich so... Okay. Ich glaube, eine hätte gereicht, aber gut. Ja, Jan muss es immer übertreiben, weißt du? Ach Mann. Und dann wundert er sich, dann wundert er sich.
Nicht, wenn ich wissen, dass mich das Ding komplett wegboxt. Ja, aber du weißt oft, wie das funktioniert, obwohl ich es daran ausprobieren will. Aber vielleicht lag es auch daran, dass es nicht symmetrisch war. Ja, das war wahrscheinlich mit Sicherheit. Beziehungsweise gleich ging sie. Aber ich frage mich, wie will die da denn die Power loswerden, weil das geht ja eigentlich. Also logischerweise würde es nicht funktionieren. Doch. Du Heilige. Da oben war die Truhe. In der Ecke, genau. Nee, wir müssen höher kommen. Wäre ja auch zu einfach. Bau dir aus den Dingern einen Turm und spring dann. Eine brauchen wir zwar gleich auch, um höher zu kommen, aber... Wir bauen uns einen Turm, wir bauen uns einen Turm. Ich weiß nicht, wie das Lied weitergeht. Kannst du an den Dingern hochklettern? Okay. Reicht noch nicht. Was ist, wenn du die andersrum stapelst? Also ja, so wäre der nächste Idee. Die nächste Idee. Muss. Und am besten zusammenkleben. Jetzt hast du sie ja nicht zusammengeklebt. Ja, die müssen ja nicht stehen. Du kannst ja auch andersrum. Na gut. Ist ja alles machbar. Ich fand immer noch einen der lustigsten Momente, dass du einfach die Waffe mit der Lore verbunden hast. Du hast dich sehr gefreut. Ja. Ja, ich glaube, du musst es umlegen, sonst kannst du es nicht dran pappen. Will aber. Ich weiß, oft ist es wirklich so, dass der Wille zählt, aber manchmal geht das nicht. Es ist, auch wenn man sagt, ich will unbedingt fliegen ohne Flugzeug, es wird nicht funktionieren. Ich bin kein Vogel. Naja, das sagt der Name aber was anderes. Das mag sein. Aber das bezieht sich weder auf meine Flugfähigkeit noch auf meine Augen. Klingt ja jetzt nicht so toll. Ja, gibt Schlimmeres. Wir sind zu nah dran. Wir sind zu nah an der Wand. Wir stürzen welche ab, oder? Du musst weiterlaufen, musst es versuchen. Oh mein Gott. Ach komm, ey. Langsam fühle ich mich hier verarscht. Was? Was habe ich jetzt gemacht? Man munkelt. So kannst auch du nicht kommen. Ich wollte gerade sagen, ob du dadurch kannst du da nicht einen Deckensprung dran theoretisch mal an dem Ding selber. Bist immer noch zu nah dran. Hä, ich verstehe es nicht. Gibt es auch eine andere Lösung? Mit einer Rakete da hochdüsen? Ich weiß es nicht. Noch zu nah an der Wand. Nee, dann verstehe ich es nicht. Brauchen mehr Loren. Meinst du, dass einfach die Kürze ist, die uns da einen Strich durch die Rechnung macht? Ja.
Das heißt, du glaubst, da kann man einen Deckensprung drauf machen? Ja. Für mich wirkt es so, als wäre da irgendwie was ziemlich sicher. Kaputt, okay. Warum hast du das nicht früher gesagt? Was? Dass das zu kurz ist. Ja, weiß ich nicht. Ich habe so langsam überlegt, hä, vielleicht müssen wir da mit einer Rakete hochdüsen, aber wie? Weil wir ja, das ist halt so, nee, das musst du nicht. Wir haben halt nichts. Ich habe so gedacht, wir kleben es an uns dran, aber das hilft auch nicht, weil wir es nicht können. Oder die Kiste irgendwie runterstoßen, aber Quatsch. Ja, eine wird trotzdem reichen, Jan. Wir brauchen nicht unnötig. Also ich hoffe, dass die jetzt reicht. Ich vertraue der Rakete, ja. Ja, im Doppelding, das muss jetzt reichen. Angriff. Oh Gott. Ich glaube, von hinten ist doch besser in dem Fall. Also bei dem einen hat es auch funktioniert, aber beim Doppelding. Ja. Die haben auch Power, die Raketen, also. Und ich glaube, weil es das ja schon bei manchen Items gab, da wird es sicherlich auch eine krassere Version nochmal geben. Eine Atombombe, etwas. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn sie hinten dran muss. Die ist nicht gerade. Ja, ich weiß. Was machst du? Eben hat es auch nicht funktioniert, einzusteigen. Ich mach gerade gar nichts. Jetzt fall nicht wieder raus. Oh Gott. Ja, spring halt direkt zur Kiste, was soll das? Alter, erstmal Schaden genommen. Hat er gut gemacht. Ich weiß ja nicht. Da würde ich mich nicht mitfahren. Nö, würde ich auch das nicht machen ist, wollen, aber. Das ist Gefahr für Leib und Leben, Alter. Das, was wir wollten, hat geklappt. Und der macht einen Führerschein? Ja. Weiß ja nicht. Wenn es jetzt nicht reicht, dann weine ich. Das hast du ja auch ein bisschen verschätzt. Am besten an der Seite, oder? Oh, na gut. Und hoch. Gönn doch Link auch mal eine Pause. Ja, Herr Gott, es geht. Tada. Ach, schön. Oh, kann man gleich ich zum Ende springen. Halt's auf. Wir brauchen nicht mehr die Lore. Wenigstens kein Opal. Dö, dö, dö. Einfach nur, weil du rüber geflogen bist. Sehr schön. Ach, jetzt sehe ich auch, die beiden, die da stehen, sind die beiden, die wir in Erinnerung sehen. Ach, das fällt dir ja früh auf. Du hast es noch gar nicht angesprochen. Angesprochen nicht, aber ich wusste schon, bevor wir überhaupt die gesehen haben, weil ich die ja schon kannte. That Vibe. Weil du dich irgendwo hast spoilern lassen, aus Versehen. Ja, ein, zwei Sachen kannst du ja gefühlt nicht aus dem Weg gehen, wenn du nicht das ganze Internet meiden willst. Naja. Kommt drauf an, welche Seiten man besucht. Was ist denn jetzt mit Rosa? Rosa ist der Turm. Das ist der Turm, also. Wir waren doch schon in der Mitte, oder? Ja, da will ich auch gar nicht hin. Du hast hier gerade nur einmal außen rum. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber es sieht gut aus. Ach, da ist der unter Brücke ist, stimmt.
Ja, komm, besieg ihn, hoppa. Direkt oben landen, alles zerficken, genau. Töten. Nein, Deckensprung, sonst kommst du da nicht hoch. Aua. Nicht an dem Ding, sondern. Ah, du. Mach es doch halt da, wo noch Holz ist. Das ist doch viel zu schwierig so. Also um verbraten mal unnötig gebraten ist. So, und jetzt zerfleischt die. Oh, guck mal, die haben hier sogar einen Schutz aufgebaut für sein Steinchen. Das ist ja süß. Aua. Ich kann einfach auch runterstoßen. Ich hoffe jetzt, dass der jetzt auf die Viecher geht und nicht auf seinen Stein. Oh, mach doch mal einen Headshot, Mann. Und sterben ja, die aber wenigstens die, so. Die Dinger sind nicht dafür da, Headshots. Mein Gott! So, und jetzt wieder hoch und dann kann er nichts machen, wenn er oben ist. Ich weiß nicht, wie das mit runterschütteln ist, ob man da was gegen tun kann. Aber du fürs Ausweichen auf jeden Fall nicht. Du bist doch schon gut geworden im Ausweichen. Ja, okay, aber nicht bei nicht so Gegnern. Du hast gegen den Leuten gekämpft. Der war krass. Du siehst doch, wo die Dinger hervorstechen. Will nicht mehr. Perle, juhu. Nimm sie doch. So, und jetzt krass, was machst du? Bin mal runter. Na, wir haben keine richtig starke leider. Da muss man irgendwas gegen machen können, dass er nicht runterzerrt. Bin gehüpft, okay. Ja, aber nicht gut genug. Oh mein Gott, das war auch schon wieder viel zu knapp. Ach, Mann. Was ist denn jetzt los? Oh Gott. Ja, das ist doch schon öfter passiert, dass du ins Ducken gefallen bist. So, jetzt ist er doch eh tot. Tada! Mal die falsche Richtung gucken. Ah, oh, wir können wieder was kombinieren mit seinem. Hier lagen noch ganz viele Pfeile, glaube ich. Eigentlich noch irgendwo ein Stick. Bestimmt irgendwo. Ich steck. Wow, der hat so viel gedroppt, das kriegt man in Rodonit. Na gut. Jetzt kannst du den Totenkopf wieder wegmachen. Das ist nämlich für Gegner, die wir nicht besiegt haben. Ja, leider geht der Decksprung hier. Oh, doch.
Das ist doch Betrug, der sah doch gut aus. Finde ich jetzt aber auch nicht fair. Das Wasser. Lori, die gibst doch auf. Nein, warum soll ich das aufgeben? Wenn ich doch weiß, dass wir wieder hochkommen können. Bei dem letzten Mal, wo wir das versucht hatten, hatten wir die Heißballons noch nicht. Die Heißballons. Habe ich Luft jetzt wirklich so sehr verschluckt, dass man das nicht gehört hat? Ja. Naja, wer sagt, dass da Luft drin ist? Vielleicht machen manche auch Helium rein. Vor allem, wenn sie viel Spaß haben wollen. Hast du das schon mal gemacht? Ja. Ich kann es gar nicht nachmachen, aber... Das hört sich lustig an. Ich habe mich auch totgedacht bei den Tomodachi-Live-Stimmen, wenn man die hoch oder niedrig macht. Hi! Oha. Ganz neue Art Schild. Ja, großes Ding kannst du nicht mehr hinmachen. Ne, das größte ist zu groß. Außer du willst es zusammenkleben. Was war denn jetzt dein Plan? Ja, mein Plan ist immer noch derselbe. Ja, okay, wenn du es jetzt da vorschiebst an die Seite, dann hält das auch. Also meinte ich das gar nicht, aber ja, das geht auch. Tada. Warum hast du B gedrückt? Keine Ahnung. Du willst immer, dass das immer möglichst schnell geht. Und ja. Dann macht man meist mehr Schaden als Nutzen. Komm, gib uns mal wieder einen Gutschein. Oh, sehr gut. Da habe ich lieber. Ne, Donnerblume. Donnerwetter. Guck mal da vorne. Das ist das, was du markiert hast, obwohl da nichts Besonderes ist. Nee, das ist nicht das, was ich markiert habe. Ja, natürlich. Nein, das ist dahinter. Achso. Da hat der Strahl aber mich angelogen. Ein schöner Wald. Ohne Krog. Hat man den Part schon Krog überhaupt? Glaub nicht. Oder oben auf dem Windrad könnte einer sein. Oh, ich bin so zu weit runter. Schade. Ja, mit Sicherheit ist da einer oben drauf. Ich weiß ja nicht. Ich würde da hoch wollen. Also gucken auf jeden Fall. Von mir enttäuscht sein, hoffentlich nicht. Die Entwickler sind doch fies, oder? Nicht runterfallen, oh Gott. Du kannst es auch nicht lassen, wenn du Gegner siehst, oder? Wenn du sagst, der Drang soll... ist einfach zu stark. Dann mach das auch von hier oben, das Springen. Von hier oben? Hier ist keiner mehr. Ruhe jetzt. Er will ja trotzdem Hallo sagen. Ich glaube, da unten ist besser. Ja. Krass. Okay, guck dich mal um, da sind noch mehrere, aber wir werden jetzt nicht auf die drauf springen, aber da sind da unten sind noch mehr und sicherlich ist auf allem was drauf. Warte mal, ist da noch ein Ivarok? Nee, war grad so. Was hast du denn jetzt eigentlich markiert? Dann scheint das Windrad. Der was? Ja, halt auf der Karte irgendwie so. Nee, du warst ja niedriger, oder? Oder ist es das wirklich? Oh. Das war doch nicht mal der, der geschrien hat. Das war der da. Pilze. Und Pfeile, ja. Ja, okay, das meinte ich jetzt nicht. Alla, Pfeile für die Welt. Oh. Oh, das wusste ich gar nicht.
Ich auch nicht. Gut. Kannst höchstens nochmal den Himmel geben mit dem Stein, wenn du willst. Dann können wir es nochmal platzieren irgendwo. Ach, warum nicht? Passt schon. Dann werden wir bei der nächsten Folge wahrscheinlich in den Untergrund gehen und da mal schauen, was es da fein ist. Vielleicht entdecken wir da Dinge, mit denen wir noch gar nicht rechnen, von denen wir keine Ahnung haben. Ihr solltet aber auf jeden Fall die nächste Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom nicht verpassen und ein Like da lassen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.